Wir stehen hier vor der Burg Wertheim. Der Aufstieg ist steil. Teilweise 20%, aber sie macht schon jetzt einen sehr bemerkenswerten Eindruck. Sehr hoch, sehr groß und ich habe schon ein Geländer auf dem Turm gesehen. Das verheißt ja doch Gutes. Vielleicht kann man auch hier auf dem Bergfried. Im Eingangsbereich, hier geht es zu irgendeiner Veranstaltung. Hier geht's zur Burg. Der Eingang zur Burg. Wirklich sehr majestätisch hier. Gleich im Eingangsbereich ist der Brunnen und hallo, es hallt sehr tief, 10 Meter Minimum. Vielleicht auch 20 schon. Es ist so dunkel, man kann den Grund nicht mehr sehen. Dann gucken wir uns mal den Rundweg hier an, der angeboten wird. Noch ein kleines Türmchen. Oha, das sieht ja schwer nach Konzert aus da unten. Wow, das ist mal ein Blick. Das sieht ja geil aus. Von unten aus sieht das schon richtig geil aus hier. Aufstieg zum Rundweg, der ist aber auch krass steil. Diese Treppe hier insbesondere. Dann wage ich mich mal in diese super steile Treppe. Wenn man mich jetzt wieder keuchen hört. Dann liegt das an diesen unglaublich steilen Treppen, von denen es hier eine ganze Menge gibt. Runter. Aber hier geht es erstmal noch rauf. Dann gehe ich mal wieder ein paar Treppen höher. Die Sicht ist ja von egal wo fantastisch. Das hat der Architekt damals aber gut gemacht. Jetzt ganz oben auf diesem Treppengewirr.
Ja, die hatten schon damals freie Sicht auf alle eventuellen ungebetenen oder auch gebetenen Besucher. Was für Riesenfelsen und die Treppen. Da hat man auch was zu tun. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Also den Blick, den man hier hat, der ist ja von egal wo man steht. Fantastisch. Über die Treppe geht's zum Bergfried hoch. Da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt sind wir sozusagen mitten in der Ruine. Wo es da lang geht. Ah ja, es ist offen. Gucken kann nicht schaden. Auf jeden Fall ist es hier schön kühl. Oh, angenehm. Riecht ein bisschen muffig. Ist ein großer Raum, aber mehr kann ich jetzt auch leider nicht entdecken. So, weiter geht's. Trepp auf zum Bergfried, der aber gar nicht so viel höher ist als diese Gebäude hier. Interessant. Zutritt wie immer nicht erwünscht. Aber das ist ja bei vielen Burgen so. Immer da, wo es gerade interessant wird, darf man nicht hin. Da ist zwar eine Tür, aber natürlich abgeschlossen. Auf halber Höhe des Turms. Ein paar Treppen haben wir schon geschafft. Kann man auch runterschauen, wie das wohl früher hier ausgesehen haben mag. Die Fensterrahmen aus Stein finde ich immer wieder faszinierend. Und trotzdem, aber ganz genau gefertigt. So, die Außentreppen haben wir jetzt hinter uns, jetzt geht's rein. Durchgangshöhe ist jedenfalls weniger als ich hoch bin. Das sieht nach sehr steil und sehr viel aus. Sehr hoch. Auf dem Turm der Burg Wertheim. Das war anstrengend, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Wetter. Wir alle sind klatschnass geschwitzt. Weiter unten hören wir ein Konzert. Vielleicht ist da irgendwas in der Altstadt gerade. Da waren wir vorhin. Da unten auch. Also unglaublich viele Treppen in dieser Burg hier. Sie ist wunderschön. Man kann leider nicht alles erkunden. Aber ich finde sie die anstrengendste von allen. Nie haben wir so geschwitzt wie bei dieser Burg. Von hier aus bis oben zum Turm 145 Stufen. Und dazu noch das Holztreppenhaus. Das ist schon Training. Von hier aus bis oben zum Turm sind es 188 Treppenstufen. Viel Spaß!